Helft Janina. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht Sieht gesehen. Man das? Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass man... Sieht man das? Junge, Justin, Alter. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass mein Intro irgendwie mittlerweile auf den Sack geht. Dementsprechend könnt ihr auswählen zwischen zwei Intros. Einmal... Oder... Bin ich für? Ja, finde ich gut. Lass es mich... Ich bin auf jeden Fall fürs erste Intro an der Stelle. Ich auf gar keinen Fall in den Kommentaren wissen, welches ihr besser fandet. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir an. Luca und ich waren mal wieder auf YouTube unterwegs. Keine Grüße gehen raus an dich, Luca. Und wir haben mal wieder Dinge gesehen, die wir eigentlich nicht sehen wollten, ne? Ich wollte fragen, ob ich deine Nummer kriege. Nein. Fangen wir erstmal an mit meinem... Alter, Gurkensohn, Digga. Bruder, Nico, Grüße gehen raus. Oh mein Gott, hat Gurkensohn so ein Video gemacht? Das muss ich mir reinziehen, das muss ich mir reinziehen. Nico hat einen neuen Song gedroppt und ich würde sagen, wir hören mal gemeinsam rein. Klingt ganz okay, aber ja, ein bisschen mehr Bass wäre, glaube ich, noch drin gewesen. An einer Stelle war ich ein bisschen stark, raus und stark, stark. Folgender. RIP Backseat AMG GTC. Ja, ich habe Cash auf dem Backseat. Ja gut, an der Stelle, da ist kein Backseat. Pink Rolls auf dem Backseat in dem Zweisitzer. Wer kennt's nicht? Der AMG GTC mit der Rückbank hinten drin. Nico, keine Grüße gehen raus an dich. Für manche Menschen ist ein Fahrrad nur ein Fahrrad. Kommen wir jetzt zu einem Kandidaten, der war auch schon vor ein paar Monaten hier drauf. Es ist kein geringerer als Olli. Nicht Yo Olli, aber jemand, der ansatzweise an den Cringe auch rankommt. Endlich mal wieder. Ich habe dem Olli nochmal eine Chance gegeben. Hören wir doch mal gemeinsam rein in seinen aktuellsten Witz. Der Rigobert und der Helmfried treffen sich auf der Straße. Da sagt der Rigobert, yes Helmfried. Du hast aber einen wunderschönen Rottweiler. Bis hier alles normal. Olli baut den Witz auf. Da sagt er, ja du, stell dir vor. Und er hat sogar den ersten Platz bei der Katzenausstellung geholt. Erster Platz bei der Katzenausstellung. Da wundert man sich schon, okay, Rottweiler, Hund, ja, Katzenausstellung. Ja. Fühl ich. Jetzt müsste der Witz zünden. Dann sagt der Helfried, Kleine ist Krise. Machen wir schnell weiter. Alter. Kommen wir jetzt zum Titel dieses Videos. Ich glaube, ASMR Janina benötigt unsere Hilfe. Deswegen kommen wir nicht mit diesem Freundschaftsding, okay? Ich war 3 Jahre in Haft. Hä? ASMR Janina bei Hilfe, jung, pleite, verzweifelt. Sie war 3 Jahre in Haft? Was sagt Fix dazu an der Stelle, Digga? 3 Jahre in Haft war sie? Ach so. Was war denn da los? Komm, auf deine Freiheit. Auf meine Freiheit, ich scheiß auf meine Freiheit. Oha, Digga. Scheißt auf ihre Freiheit, Alter. Das ist ja noch krasser als Montana Black an der Stelle. Sie scheißt komplett auf ihre Freiheit. Was ist das denn? ASMR Janina, zieh durch. Schauspielerisch auf einem ganz anderen Level. Ich scheiß auf meine Freiheit. Wir lernen hier Seiten von ASMR Janina kennen, die ich bis dato nicht kannte. Dass die Frau überhaupt nur mal sprechen kann, wusste ich gar nicht. Ab in den Knast. Janina! Was denn Janinas Problem, Alter? Sie ist aus dem Gefängnis, soll sie feiern. Sie kriegt ein Getränk und sonst, sie schmeißt es weg. Wieso schmeißt die... Janina, was ist... Janina, lass uns reden, Alter. Was ist mit dir? Er nimmt die ganze Kneipe auseinander. Ganz großes Kino. Ab bitte ins Kloster. Helft Janina. Kommen wir jetzt zu meinem letzten Gast, der mit seinem Video im Internet schon für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat. Sein Video heißt Alles auf Null. Und ich habe die Befürchtung, dass damit die Grammanzahl vom Koks gemeint wurde. Viele Leute fragen mich, was hast du vor? Oh mein Gott, Digga. Kollegas Psychose, da bin ich raus, Junge. Das habe ich Simon auch geschickt. Das ist eins der unangenehmsten Videos aller Zeiten. Ich schwöre es euch, Leute. Dieses Video, Digga, ich weiß nicht, was in Kollega gefahren ist, aber da wurde auf jeden Fall exzessiv irgendeine Droge weggesnortet. Ich dachte, du bist Felix Blume, jetzt bist du doch wieder Kollege der Boss. Jetzt dieser Spruch. Ich hab 2 Persönlichkeiten, ihr habt nicht mal eine. Geil. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen erging. Ich persönlich war als Alpha daheim sehr gekränkt, als mir vorgeworfen wurde, ich habe nicht mal eine Persönlichkeit. Asche ist am Start. Das ist einfach. Dann habe ich aber folgende Fernseh... Das war aber Kohle, Sascha, keine Asche. Werbung gesehen und da wurde mir klar, wenn das jemand behaupten darf, dass ich keine Persönlichkeit habe, dann... Das ist wichtig für die Gehirn- und Nervenzellen ihres Babys. Dafür ich mit meinem Namen. Leute, damit bin ich komplett raus. Stark, bitte. Stark, ASMR, stark. Janina. Kara, ich würde sagen, war sehr gut.